Sind wir jetzt Rang 1? 210 Punkte. Rang 1, Leute, Rang 1. Willkommen zu einer neuen Folge von den Stämmen und heute ist Tag 3. Und in Tag 3 hatte ich ja in der letzten Folge gesagt gehabt, ich werde meine Punkte hochziehen, weil ich ja den Stamm praktisch von hinten angeführt hatte mit dem Adder. Schau nochmal rein. Der Adder ist immer noch hier unten. Ich und der Adder waren Punkte gleich. Ja, jetzt hat er 157. Und ich hänge heute bei 181. Ich habe eben gerade zwei Sachen noch eingereiht, nämlich die Schmiede und den Marktplatz. Somit kriege ich 29 Punkte. Ich habe 121. Nee, 800, also 181 Punkte, sorry. Und mit der Schmiede sind es 19 Punkte, die draufkommen. Dann sind wir bei 200. Mit dem Marktplatz sind wir bei 210, das gibt 10 Punkte. Und dann habe ich das gebaut, was die anderen alle schon hatten. Und somit sind wir, zumindest bei mir, im Stamm. Rang 1. Ohne Probleme. Und ich denke, ich produziere immer noch mehr als die hier. Ja, die hängen alle noch eine Mine hinterher. Das heißt, ich habe Rang 1, ich habe immer noch mehr Einkommen und so weiter. Ich werde jetzt als nächstes wahrscheinlich die Schwerter bauen. Nachdem die Schmiede da ist, gibt es eine Quest mit Schwertern. 10 Schwerter bauen. Und dann gibt es auch nochmal Axtkämpfer dazu. Ne, Axtkämpfer habe ich schon. Was gibt es denn dazu? Weiß ich nicht aus dem Kopf gerade. Werden wir gleich sehen. Die Quest ploppt gleich auf. Und beim Marktplatz gibt es auch nochmal eine Quest. Stell was in den Markt rein. Da braucht er einfach nur irgendein Angebot machen und wieder zurückziehen. Und dann ist die Quest auch erfüllt, was das betrifft. Lies einen Kampfbericht. Ja, ich habe Tausende gelesen, aber irgendwie will hier niemand was. Ich bin rot gelaufen vorhin. Oh, guck mal hier. So einfach war das gewesen. Wieder 50 mehr. Was haben wir jetzt hier? Am Simulator was testen. Alles klar, gehen wir mal auf den Versammlungsplatz. Und in den Simulator rein. Das war es auch schon dafür. Was gibt es noch? Wieder ein bisschen mehr. Und wenn die Schmiede errichtet ist, gibt es auch was. Auch nochmal 50, auch nochmal mehr. Mensch, habe ich schon wieder so viel. Und dann brauche ich die Schwerter. Die hier, die kann ich gleich bauen. Bin mal gespannt, was die kosten. Ich glaube, die kosten sehr viel an Eisen und das habe ich einfach vorhanden. Ich habe allerdings drei Truppen verloren, was Schwertkämpfer betrifft. Das heißt, ich muss drei mehr bauen. Es waren zum Glück nur drei, weil irgendein Affe hier natürlich das Dorf zugedeft hat. Das ist nämlich das hier. Aber ist nicht clever, das zuzudeffen heute. Wir haben das ja am ersten Tag, haben wir ja hier alle Bonusdörfer, haben wir geclaimed praktisch. Oder gespiked, wie es einige nennen. Zugedefft haben wir es praktisch. Der ganze Stamm zum Glück. Und dann sind natürlich ringsherum alle Leute in der Nacht reingerannt. Aber da stand so viel drin und die konnten ja eigentlich in diesem Moment nur mit Speerträgern und mit Schwertern kommen. Also Def gegen Def. Und uns ist auch klar, dass wir keine Kirche drin hatten. Im Bonusdorf. Und somit auch nur mit 50% gekämpft hatten. Aber da stand wirklich ordentlich was drin. Und somit hätten wir eigentlich, also damit haben wir schon viele zurückgeworfen, hier in der Gegend zumindest. Und dasselbe probiert jetzt natürlich auch irgendeiner, aber wir sind jetzt bei Tag 3, wir haben alle Axtkämpfer. Also eigentlich, wenn ich jetzt richtig cool wäre, würde ich da einfach mal 10 Axtkämpfer neben reinrennen. Aber das ist es mir gerade nicht wert. Ja, da soll der drin stehen lassen, dann sollen die anderen alle reinrennen, die hier ringsherum sind. Das juckt mich eigentlich gar nicht. Ja, ich habe halt 3-3 verloren. Ja, geht ja eigentlich mit 3-3 oder 2-2 kann man sogar farmen gehen. Und wir haben es. Schaut mal, zack. Was gibt es denn hier? Einen Marktplatz bauen. Da kriegen wir sogar. Und nee. Errichte einen Marktplatz im Hauptgebäude. 100, 100 gibt es als Belohnung. Da leck mich doch am Arsch. Was haben wir hier? Errichte einen Stall. Es gibt 300 mal 300. Nachrichten Bonusdorf. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir die 10 Schwertkämpfer. Und die werde ich jetzt einfach hinten dranhängen, weil es echt madig da ranzukommen. 6 Stück kann ich bauen, 7 habe ich. Ja, auf 20 sollte ich kommen, oder? Bin ich hier falsch? Nochmal die Quest richtig durchlesen. Bis du insgesamt 20 hast. Das heißt, ich muss 13 Stück bauen. Das wirft mich natürlich jetzt ein bisschen zurück. Aber dadurch, dass es hier nochmal 100, 100 gibt, ist es halt einfach mal so. Errichte einen Stall. Stall brauche ich was? Was brauche ich für einen Stall? Jetzt kommen aber auch wieder Nachrichten rein. Stufe 10 des Hauptgebäudes und Stufe 5 der Kaserne. Das werde ich erst nochmal nach hinten schieben. Also ich werde jetzt natürlich wieder auf Rohstoffproduktion gehen.
Ich werde auf Truppen gehen, um morgen zu farmen. Wir haben um 10:45 Uhr hier, könnt ihr sehen, morgen früh endet mein Schutz und auch der von meiner Umgebung, der Schutz. Und dann werde ich einfach mal hier reinrennen bei den 36ern, um nichts zu verlieren. Und dann schaue ich mal, also die werde ich jetzt noch nicht angreifen hier. Ich will erstmal an denen vorbeiziehen. Der hat 190, jetzt bin ich bei 200, also die werden jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen kotzen, weil sie wahrscheinlich nicht wissen, wie ich das gemacht habe. Also da, da und da werde ich reingehen. Ich markiere mir die gerade mal. Oh, machen wir mal Kartenmarkierung. Kartenmarkierung bearbeiten. Bei dem mache ich mal knallrot. Mach mal knallrot, komm. Dann nochmal. Dann kann ich das nämlich ganz schnell machen, ohne dass ich hier immer suchen muss. Weil wenn ich das mache, Dr. Eichel, weil wenn ich das mache, bin ich immer so ein bisschen am Suchen. Kartmarkierung bearbeiten und dasselbe nochmal. Ich suche mal die generell mal raus. Das wäre eigentlich generell mal sehr cool zu sehen, wo könnte ich überall reinrennen, wie viele Truppen brauche ich, wo renne ich als erstes rein. Ich renne als erstes hier rein und dann hier rein. Obwohl der hier, aber vielleicht rafft das nicht. Ich hoffe ja, dass er morgen früh einfach nicht um die Uhrzeit da ist. Info. Und das Dorf nochmal markieren. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Ein bisschen Glück gehört immer wieder mit dazu. Das haben wir ja gesehen gehabt, wie die einen näher am Bonusdorf dran sitzen und wir halt weiter weg. 200, komm, eine Minute noch. Und dann können wir da ein Angebot reinmachen und die 100, 100 uns rausholen. Und dann sieht das hier richtig nice aus eigentlich. Aber die brauchen ja auch eine Weile. Hier 15 Minuten braucht einer. Mal rein hier. Dann haben wir schon mal 6, dann haben wir 13. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen. Was kosten die jetzt? Ah, zum Glück haben wir Eisen ein bisschen genug, weil das wäre richtig madig, wenn jetzt Eisen fehlt. Jetzt Holz und Lehm ist gar nicht mal so schwierig, weil wir davon ein bisschen mehr produzieren zurzeit, aber das Eisen wäre richtig madig gewesen, weil 70 Stück. Jetzt können wir hiervon noch 5 bauen gleich. Und dann muss ich gar nicht mehr so lange warten. Obwohl, wir können ja, wenn wir die Quest beendet haben, kriegen wir nochmal 100 drauf. Das heißt, ich habe es sogar fast voll. Mir fehlen jetzt noch 7 Stück. Und dann hätten wir es auch gleich wieder. Sehr gut. Also beim Farmen hole ich nicht wirklich was rein. Sehr selten. Das seht ihr auch hier. So, abgeschlossen. Und dann gibt es nochmal 50, wenn ich was reinsetze. Genau. Also nur, dass ich ihn gebaut habe, gab es 100. Und für das, dass ich jetzt was ins Angebot reinsetze. Zack. So war das nämlich gewesen. Eigene Angebote. 1000. Ja, so viel habe ich ja nicht. 100 für. Machen wir mal so. Für 300. Geht das oder 400? Ich weiß es nicht. Das geht. Gib's einfach mal ein. Erstellen. Aber ich glaube, man muss auch nur antäuschen. So, das geht nicht. Aber ich hätte auch, glaube ich, alles eingeben können. Das wäre scheißegal gewesen. So, haben wir auch erhalten. Und dann können wir jetzt noch wie viel bauen? 5. Weg damit. Somit fehlen jetzt noch 2, habe ich gesagt, ne? Genau. 5, 11 plus 7, 18 plus 2, genau. Dann haben wir die Quest auch. Was gibt es dafür? Nochmal 10 Schwertkämpfer. Aber dann haben wir die aus dem Nacken, weil die nervt wirklich, permanent nervt die hier. Im Stamm sind wir jetzt Rang 1. 210 Punkte. Rang 1, Leute. Rang 1. Sehr gut. Wir haben sie alle von hinten geschlachtet. Also wir haben sie wirklich alle aufgeholt. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob die ersten irgendwann schreiben, dass ich Rang 1 bin. Wir hast es gemacht und bla bla bla. Aber ich habe es denen vorher schon gesagt gehabt, dass die einfach auf Punkte bauen, ist einfach falsch. Die wollen nicht hören. Somit sehen sie das. Und ich kann jetzt eigentlich ganz normal weiter. Ich kann genauso farmen wie die, die jetzt hinter mir sind. Und ich denke, der Einzige, der jetzt gleich ist, eben gerade gleich gezogen ist, ist der, der auch die 210 Punkte hat. Somit alles richtig gemacht. Mir hat doch vorhin irgendeiner geschrieben gehabt, hier. St. Barbara's Gläubig, bla bla. Der hat mir vorhin geschrieben gehabt, dass er jetzt hier ganz weit vorne ist. Aber ich schreibe mir jetzt mal, dass ich Rang 1 im Stamm. XD. So. Der hat mir vorhin gesagt, dass er halt weiter wäre. Jetzt mache ich nochmal eine Sache. Er hat jetzt mir gesagt, ich brauche unbedingt Hilfe. Hier. Machen wir jetzt auch noch mal eine Sache.
Na, was los? Du lässt nach. Was? Hoffentlich sieht das nicht so böse an. Das war ja auch nicht böse gemeint. Also wenn du das hier siehst, ist nur ein Spaß. Alles easy. Was könnte ich noch zeigen? Ja, wir müssen ja ein bisschen was voll kriegen und schauen wir nochmal unter die Stämme, wie weit wir eigentlich dort sind. Wir sind jetzt auf Rang 18. Wir schleifen ein paar Leute gerade mit. Ich möchte noch niemanden rausschmeißen, weil ich erstmal die Gründe hören möchte, warum man keine Punkte baut. Weil ich sag mal, der Ada ist eigentlich ein sehr gutes Augenmaß für mich, weil der Ada hat wirklich nur die Minen gebaut und somit hängt er eigentlich am weitesten Grad zurück. Eben gerade. Und da ist er eigentlich ein sehr gutes Maß, was das betrifft. Also jeder müsste eigentlich, ja, selbst wenn er so gebaut hat wie der Adder zurzeit, 150 Punkte haben. Ja, Adder baut jetzt glaube ich auch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Oder immer noch auf Minen. Das sieht arg noch. Nee, es sieht noch nach Minen aus. Er hat 8 Punkte gekriegt, der baut immer noch Minen. Ja, aber Adder ist jetzt so ziemlich. Eigentlich wäre er auch mit mir Rang 1, wenn er jetzt das durchbrettert. Oder Rang 2, also zurzeit wäre er Rang 1, denke ich. Wenn er es noch durchzieht. Also die hier unten drunter, die 3, die haben falsch gebaut, komplett. Da stimmt was nicht. Ja, was mit denen los ist, da muss ich nochmal nachfragen, weil die hängen uns, die machen einen Schnitt kaputt. Den Punkteschnitt kaputt. Und die kosten uns auch die entscheidenden Plätze. Ja, weil jeder von denen könnte jetzt mal 30, 60 und dann nochmal, also wenn wir jetzt mal mit 150 ausgehen, fehlen doch hier 24, da 27 und da sogar über 50, also im Schnitt fehlen hier 100 Punkte. Nur von diesen dreien hier unten würden da 100 Punkte fehlen und dann würde das bei uns nämlich wie aussehen? 100 Punkten mehr, da wären wir schon bei, ja, das sind 3 Plätze, die 3 kosten uns auch 3 Plätze. Und das kann eigentlich gar nicht sein, darf auch nicht sein. Oh, jetzt schauen wir mal, was er geantwortet hat. Ja, es war gemein jetzt von mir. Kopier mal, was du ausgebaut hast. Ha. 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 So, ein bisschen getrollt. Das muss auch mal sein. So, jetzt schauen wir nochmal bei mir hier rum. 169, 187 und die werden jetzt auch gucken wie ein Auto. 198, ich habe jetzt über 328 der Rang generell und jetzt schauen wir auch nochmal nach, wie wir auf dem Kontinentenspieler dastehen. Keine Angst, das wird nicht unbedingt gerade viel mehr absacken. Ich lasse mich jetzt natürlich erstmal wieder zurückfallen und dann werde ich natürlich wieder einen Riesenschub nach vorne machen und die alle nochmal wiederholen. Also überholen, nicht wiederholen, sondern überholen. Das ist meine Strategie am Anfang schon eh und je gewesen, auch mit dem Farmen und so weiter. Also ich baue mit allem, was ich mache, ich gehe raus farmen. Und baue trotzdem meine Minen damit aus und nichts anderes, was jetzt kein Stall, also Stall wäre jetzt schon wichtig wegen den LKWs, aber da muss man auch das zur Relation sehen, dass man sich die LKWs auch leisten muss. Man kriegt, glaube ich, am Anfang 5 Stück geschenkt, mit denen kannst du aber nicht viel machen, auch wenn du gerade dort bist. Natürlich kannst du sie rausschicken und so weiter. Aber ein LKW zu bauen kostet so viel Resis, da lohnt es sich eigentlich erst, wenn man sich wenigstens mal pro Stunde ein LKW leisten kann. Dann lohnt es sich wirklich, den Stall zu bauen. Dann kann man auch mal sagen, hier, ich mache jetzt mal 3 Stunden nur LKWs, ja, also lass jetzt mal 3 Stunden liegen, dann baue ich mir mal 3 LKWs und so pusht man sich dann immer wieder mit nach oben, es sei denn, man kann richtig gut farmen. Ne? Wenn du natürlich überall Barbarendörfer hast, dann sieh zu, dass du so viele Truppen baust wie möglich und scheiß auf das, was die Minen betrifft, die kannst du immer noch hochziehen. Ne? Dann lieber raus und farmen. So weit, so gut. Was gibt es noch? Also, wir haben jetzt einen Nap gemacht natürlich hier mit unserem den wir gestern im Teamspeak mit dabei hatten, ja, in der letzten Aufnahme auch mit. Ich habe den Namen vergessen. Ist aber auch ein doofer Name, ne? Irgendwas mit Sullivan auch hier drin im Spiel. Aber ich kann zumindest einen Stamm nennen. Ich nenne mal den Stamm. Ja, Lotte Fitz, wir haben einen Nap eingetragen, weil wir hoffen, dass die irgendwann zu uns stoßen werden. Ist auch eigentlich nur sinnvoll. Die sind aktive Spieler, wir sind auch recht gute Spieler und dann ist es einfach nur sinnvoll, miteinander zu arbeiten. Ja, dann ist halt blöd, wenn natürlich jemand drauf besteht, nein, ich mache meinen eigenen Stamm, aber wir würden nicht zulassen, das sage ich vornherein, dass dieser Stamm sich noch weiter verbreiten könnte, also mehr Mitglieder aufnimmt, das würden wir jetzt auch nicht wirklich dulden, denke ich.
Muss man mal gucken auf der Karte, wie das ist. Aber es wäre natürlich dann Schwachsinn, wenn jetzt hier wieder in Lilana sitzt und dann hier wieder und hier und hier und hier. Und dann hätten wir praktisch in BND oder in NAP direkt in uns drin und das ist nicht das, was ich möchte. Ja, dann mache ich lieber Nägel mit Köpfen und dann rollen auch die Köpfe und dann entweder die oder wir und zurzeit sieht das einfach für uns natürlich viel besser aus. Was das betrifft. Ja, weil man könnte die ja aufhalten. Also zurzeit könnte man nur die Leute ein bisschen daran behindern, schnell vorwärts zu kommen. Na, stellt ihr die Truppen raus, dann läuft man halt durch, nimmt vielleicht die ein oder zwei Rohstoffe da noch mit und so weiter und so fort. Das könnte man dann machen. Das ist ein Riesenspiel. Ist auch, es hält einfach nur auf. Also das muss am Anfang auch nicht sein. So viel dazu. Aber soweit wollen wir gar nicht denken. Also ich hoffe schon, dass die irgendwann zu uns reinkommen. Weil es einfach nur sinnvoll ist. So, das nächste. Was gibt's noch zu sagen, Mensch? Ist halt echt immer schwierig. Was gibt's noch zu sagen? Wie bauen wir als nächstes? Habe ich ja gesagt gehabt. Die Minen werden wir bauen. Ich werde jetzt erstmal meine 10 Schwerträger bauen. Bin ich schon dabei. Zum größten Teil. Komm, kann ich noch einen einloggen? So, zack, rein damit. Dann werde ich, also die Minen, die Schwerter und dann nur noch farmen gehen. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach wieder, nämlich wie ich farme, also wohin ich gehe, welche ich angegriffen habe jetzt und so weiter. Also ich werde natürlich keinen Spieler angreifen, der aktiv ist. Das hält mich nur auf. Ich werde die inaktiven Spieler werde ich farmen, morgen, definitiv. Und das andauernd, das heißt, ich werde heute wahrscheinlich permanent nur noch auf Truppen gehen, um mir morgen dann wahrscheinlich die Minen anzusparen. Also ich werde heute wirklich nur noch Truppen, 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 Truppen. Und ich weiß noch nicht, was ich mache. Axtkämpfer kann ich mir nicht leisten. Das kann ich doch mal nachsehen, oder? Axtkämpfer? Die kosten nämlich was. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier. Und die kosten. Ich brauche erstens mal die Schmiede auf 2. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich muss das hier erst nochmal reinsetzen. 700, 800, 800. Und genau da gibt es die Probleme. Das heißt, ich werde heute Speerträger bauen. Die Speerträger werde ich morgen zum Farmen rausschicken. Gut, die sammeln ja auch am meisten mit. Und ja, dann werden wir einfach mal aufs Beste hoffen. 3 Tage Angriffsschutz ist halt echt bitter, ne? Ist nicht viel Zeit. Normalerweise hätte ich die Minen weitergebaut. Hätte dann erst am vorletzten Tag, also hätte praktisch das, was ich jetzt gemacht habe, einfach nach hinten geschoben. Also ich hätte genau dasselbe jetzt gemacht mit 5 Tages Ruhe. Das halt dann erst am 5. Tag noch gemacht. Da hätte ich die Minen wesentlich höher und wahrscheinlich auch die Truppen schon. Na, mal sehen. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, oben links in der Ecke bitte abonnieren. Bitte, bitte einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne, haut da rein. Ciao, ciao.